Welcome zu diesem neuen Video. Schotterleben. Eine Woche gar nichts machen können. Jetzt, es war Regen, Schnee, Sahara-Staub nochmal. Also komplettes Programm bei uns hier. Jetzt bin ich nochmal raus, hab dem Netz auch mal noch eine kleine Insta-Umfrage gemacht. Ihr wolltet sehen, meine erste 2000 Kilometer quasi mit dem Grizzle. Das zeige ich euch jetzt heute. Ich fahre jetzt eine Runde, nehme euch ein bisschen mit und dann halt mal irgendwo an und quatschen ein bisschen. Nach dem Intro geht's los. Let's shotter, baby. Wie immer. Let's go. Liebe Leute, was geht ab? Ich mache jetzt hier Halt. Genau, also liebe Leute, ich habe jetzt hier Pause gemacht. Ich bin jetzt quasi wieder kurz vor meinem Hometown, das ist hier mein Baggersee. Warum ich euch heute mitgenommen habe, ich wollte euch ja Review geben. 3 Monate Grizzle, beziehungsweise knappe 2000 Kilometer. Jetzt gerade, ich glaube, ich mache 2 Teile, was positiv und negativ war, was ich jetzt empfunden habe. Und was ich noch an Upgrades gemacht habe, so als kleiner Überblick. Genau, gehen wir direkt rein. Genau, liebe Leute, nochmal hier ist das Canyon Grizzle CFSL 8 One by Suspension 2022, Farbe Matcha Green und Größe S. Für alle, die sich auch mal fragen, ich habe die Frage mega oft bekommen, auch noch mal hier im Video. Ich bin 1,75 groß, meine Beininnenlänge sind 80 cm. Genau, ich fahre Größe S und es passt perfekt. Ich zeige jetzt gerade noch mal kurz, was ich super nice finde. Meine ersten 2000 Kilometer, also bis jetzt keine größeren Mängel oder irgendwas festgestellt. Soweit zufrieden, richtig gutes Fahrgefühl, macht Spaß, schnell, wendig, gut auf dem Gelände. Die Federgabel kriegt jetzt gedrückt, ich habe die ziemlich fest eingestellt, aber hat mir schon gute Dienste geleistet. Bei den Fahrten, ihr habt es gesehen, ich verlinke es euch zur Not hier nochmal. Die letzten Touren, die dann doch eher raueres Gelände waren, da hat sie sich schon bewährt, auf jeden Fall die gute Federgabel. Hat zwar nur 30 mm Federweg, aber trotzdem besser als null. Ich habe keinen direkten Vergleich, ich bin nur mal Creo SL gefahren von Specialized. Und die haben ja auch diese Future Shock in den Lenkern drin. Also ich würde es immer missen wollen, gerade für Gravel-Touren, gerade für Offroad-Touren, weil ich jetzt nur Fahrradwege fahre, ist es wurscht. Aber ich auch mit mal ein bisschen höherem Gewicht doch ganz nice, ein bisschen Dämmung zu haben. Gerade im Oberkörperbereich, im Handgelenkbereich merkt man es dann doch, die Entlastung. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Daumen hoch für die Feder. Und klar, natürlich Manko, muss man dazu sagen, sie wiegt ein bisschen mehr. Also für die Aero-Gewichts-Freaks ist es natürlich ein Manko. Aber ich würde es nicht mal wissen wollen, ganz ehrlich. Also Feder, auf jeden Fall Daumen hoch. Alles andere, Lenker war anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil der doch recht schmal ist. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich eigentlich dran. Ist halt doch ein bisschen schnittiger dann vom Ding, weil der hat ja wirklich keinen kaum merkenswerten Flair. Also hier Flair heißt, dass sie noch mehr nach außen gehen, was eine ein bisschen angenehmere Sitzposition, wie auch immer. Da gewöhnt man sich echt dran, das geht eigentlich, muss ich sagen. Und ansonsten Cockpit, klar, ist ein bisschen schmal bemessen, muss mal gucken, wie sich's ausgeht, weil ich doch mal nächste Zeit aus Bikepacking-Touren vorhabe, weil ich hier noch was vorne dran packt, wie es dann aussieht. Hier ist doch nicht so viel Platz zwischen den Hoods, aber alles in allem perfekt. Rahmen, bis auf kleine Kratzer meines Fehlers. Der Carbonrahmen hat sich gehalten, auch die 2 Stürze bis jetzt ausgehalten, ohne Problem. Dafür auch Daumen hoch und natürlich Design unglaublich geil. Da kann man nichts sagen bei dem Teil. Die Reifen, muss ich sagen, die G1 Byte von Schwalbe, die drauf sind mit den DT Swiss Felgen, absolut geile Kombi. Also das hat sich jetzt bewährt, muss ich sagen. Ich habe die ja umgebaut auf Tubeless, ihr habt es gesehen. Zur Not, hier oben ist das Video. Und das habt ihr ja gesehen gehabt. Das ist absolut geil und macht auch Spaß, jetzt seit ich Tubeless habe. Ganz anderes Fahrgefühl. Das ist ganz anders, also minimal anders. Das ist weicher alles auf dem Gelände. Man fährt halt mit weniger Druck und man kann halt echt quasi gut schlafen und weiß, ja, wenn ich mal irgendwo in Stein fahre oder in scheiß Scherbe fahre, dann bin ich nicht gleich komplett am Sack. Ich als Profi-Reifenwechsler bin froh, wenn ich das nicht unbedingt machen muss. Deswegen Grüße gehen raus an die Tubeless Milch. Geile Erfindung. Und ja, soweit, so gut. Das zu den Pros, also wie gesagt, geil, macht Spaß, guter Hobel, ihr habt es jetzt gesehen in den Videos, Schaltung auch, soweit so gut,
gefühlt manchmal hätte man vielleicht noch einen Gang mehr, wo ich zwei, drei Mal einen Berg hochgefahren bin. Klar, aber es ist natürlich One-By, dafür hat man hier clean, hier vorne nur das Kettenblatt, kein Umwerfer, kein Geraffel hier dran. Und natürlich auch Gewichtsansparung und hat hier nur und auch Wartung, ja, da geht halt nichts kaputt hier vorne. Also ist ein bisschen dreckig hier, nicht wundern, das ist ja normal nicht so orange vom Staub letztes Mal. Ja, das soweit die Pros, also alles in allem, Fazit kann man sagen, geil, geile Kiste, ja, macht Spaß. So, genau, das waren die Pros, mein Lieben. Jetzt kommen noch die Cons. Muss sagen, so viel Cons gibt es in dem Sinne gar nicht. Das Einzige, was jetzt wirklich nach knapp 2000 Kilometern mal etwas verstellt war und etwas verzogen war, war die gute Gangschaltung. Also die ist mir letztens, habe ich festgestellt, dass sie mir nicht mehr in die oberen zwei Ritzel hier rein, oder Kettenblätter, Ritzel. Wie immer, ihr wisst, was ich meine. Nicht mehr hier reinschaltet. Also die ging immer ganz durch. Ne? Das ist nur wichtig beim Bergfahren. Habe ich dann deswegen gar nicht so gemerkt, weil ich ja kaum bergfahre so momentan. Feststellen, dann musste ich hier an den Schrauben rum und umjustieren, hin und her, bis ich rausgehört hat, hier ist jetzt auch mit dem neuen Käpple. Grüße gehen raus an Mike, der mir das nochmal versiegelt hat, weil ich es leider abgerissen hatte, dass hier die Zugspannung zu niedrig war. Einfach über die Zeit wahrscheinlich durchs Gelände, durchs Ballern, hat sich das einfach verstellt. Das sind natürlich die Basics, die ich als Fahrradanfänger nicht so kenne und dementsprechend immer erst auch Leute fragen muss. Grüße nochmal an Mike für die Hilfe, die Bescheid wissen. Und ja, aber ansonsten Cons, ja, kann nichts sagen. Für mich persönlich ein Con, was ich noch auch gleich wegen den Upgrades drauf sprechen gekommen war, das Teil hat ja einen Dropper Post, also sprich hier, die Sattelstütze ist absenkbar. Blub. Und dann kann man die da hochschieben, die ist bei dem One-By-Modell, bei dem Suspension-Modell mit drin. Ist cool für technische Abfahrten etc. wahrscheinlich, wenn man irgendwo Mountainbike-mäßig dann mehr Kontrolle braucht und aufsteht. Und habe ich noch nicht benutzt, wirklich. Hat sich herausgestellt, dass es doch komplizierter ist, da dann coole Taschen zu finden, weil ich halt wirklich Bikepacking plane im Sommer. Das sich quasi als Mini-Kontra, also wer davor hat, Bikepacking zu machen, man ist eingeschränkt, da komme ich aber gleich dazu. Das waren quasi die Cons, ansonsten auch wirklich persönliches Con, aber es war es noch vorher beim Gravelbike, weil es bei dem Wetter, es hat kein Schutzblech, allerdings hat es Halterungen, um ein Schutzblech zu montieren. Das ist natürlich mein eigenes Problem, das heißt, man wird dreckig, aber ja, ansonsten kann ich nichts sagen. Das S-Format ist auch ein bisschen eng bemessen, was den Innenrahmen hier angeht. Ihr seht es hier bei meiner Tasche, wird es ein bisschen eng. Das heißt, das küsst hier, Cola küsst orangemäßig, küsst die Tasche hier, das Fitlock. Und das ist schon ziemlich unten eingebaut. Das heißt, man muss sagen, immer während der Fahrt kann ich das leider nicht rein rausfriemeln, muss halt immer entsprechend anhalten. Aber passt für mich auch, ja, da ich jetzt nicht irgendwelche kranken Bestzeiten fahre. Passt es. Ja, aber ansonsten, das weiß man ja, wenn man einen S-Rahmen hat. Ich denke, andere S-Rahmen, andere Hersteller haben das auch. Je größer der Rahmen, desto größer das Loch, desto größer Taschenpass rein. Ja, das ist natürlich eigentlich nur so ein wirklich Ding, wo man dran denken muss. Ansonsten, das waren die Cons. Ja, ich blende es euch hier nochmal schnell ein. Genau, wir fangen im Cockpit an. Ich habe hier meinen Fahrradcomputer, den Sigma ROX 4 heißt das Teil, mit Sensorkit. Da sind verschiedene Sensoren dabei, Trittfrequenz, Geschwindigkeit etc. pp. Der ist schon so eine Halterung hier dran. Also man kennt das wie beim Garmin, kann man das so rein rausdrehen. Das ist das Teil hier. Und dann ist der schön wieder angekippt. Wenn man essen geht, kann man wegmachen. Und hier habe ich mein Quadlock-Haltersystem für mein Handy. Das ist eine Hülle von Quadlock. Das ist jetzt auch Werbung. Ich habe in der Bio auch einen Link, wo ihr 10% sparen könnt, glaube ich, 5%. Wenn ihr euch da interessiert für. Das ist halt wirklich bombenfest. Das ist hier so ein System. Das kommt um meinen Pixel drumherum. Gibt es auch für iPhone, gibt es für Samsung, gibt es für alles. Kann man das hier einfach perfekt klack einklicken und dann. Hebt das bombenfest. Also das funktioniert einwandfrei. Habe ich hier auch so aeromäßig schön flach angebracht. Wenn es euch interessiert, Quadlock kann ich wirklich empfehlen. Habe ich auch schon auf dem E-Bike gehabt damals. Und checkt den Link in der Bio ab, habe ich in der Beschreibung reingeschrieben. Und guckt es euch einfach mal an und spart ein bisschen was mit meinem Code. Freut euch. Und ja, ansonsten Cockpit soweit
so weit, so gut. Viel mehr gibt es momentan nicht zu sehen. Dann gehen wir weiter. Was ich da noch habe, ist die prominente, ganz frisch auch, oder das heißt frisch, mittlerweile auch schon ein bisschen staubig, die Agu-Tasche. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie die heißt, aber Frameback, was weiß ich, ja, die hat hier mehrere Punkte zum Installieren, mehrere Bänder zum Installieren dran. Hier hinten ein Band, hier vorne nochmal ein richtiges Zorband und wasserdicht, auch hier mit einem schönen abgedichteten Naht, einwandfrei. Bacon nennt sich das Schlüssel, kann manchmal Kamera noch drehen. Hier vorne habe ich jetzt mittlerweile noch eine Powerbank drin, das Licht ist da noch hinter drin reingesteckt. Also da passt echt einiges rein, obwohl es so klein aussieht, aber auch so vom Formfaktor ist jetzt nicht wirklich breit, kommt mir dann die Beine. Klar, wenn ich es voll stopfe irgendwie, dann passt es nicht mehr ganz, aber so ganz nice. Und hier vorne, wie gesagt, mittlerweile Powerbank dran, eine kleine, die hier das Kabel durchführen hat, ist auch echt praktisch, kann ich mich dann gerade so zack. Und kann hier mein Handy mit Saft versorgen, kann mein Handy dreimal aufladen damit. Und das heißt, ja, ich kann jetzt auch mittlerweile alle Routen, auch wenn ich mal 100 Kilometer fahre, hier einwandfrei bestreiten. Und ja, das habe ich hier so mir installiert und kann es bei Bedarf rausziehen, rauszurren. Genau, das ist die Agu-Tasche. Das ist eigentlich ganz praktisch, so für Tagestouren, 100 Kilometer Touren, wie auch immer. Dann ein weiteres Upgrade, Fitlock-System. Das sind hier magnetische Halter, hier und hier jeweils. An den zwei Anschraubpunkten und an den Flaschen sind hier mit dabei diese Halter, eben von Fitlock, automagnetisch dementsprechend, ihr seht es schon. Und klack, passt es rein, jetzt ist das hier auch fest und hält. Das hält auch ziemlich gut, also das ist mir auch noch nie weggeflogen oder sowas. 600 ml Flasche gibt es auch, glaube ich, in 800 ml. Aber ja, für einen Trink zwischendurch reicht es einmal frei. Und das Coole ist, dass ich halt austauschbar, ich kann nur eine mitnehmen, hab dann immer irgendwie Flaschenhalter dranhängen und irgendwie das Bammel da rum und sieht hässlich aus und dann ist halt sleek hier und clean, wenn ich mal doch ohne Flasche fahren will, nur an einem Mittag irgendwie kleine Tour machen will oder sowas, dann passt es auch ohne Flasche zum Beispiel. Ja, das ist ziemlich cool. Klar, ein bisschen teurer die Dinger, ich glaube 30 € rum kostet so eine Flasche mit Halter. Ganz ehrlich, hat sich bewährt, bis jetzt kann ich nichts sagen. Auch cool, sieht geil aus, hält gut, ist praktisch und man hat nicht dieses Rein-Raus-Geraffel wie hier unten. Habe ich auch noch einen Flaschenhalter, einen alten dran. Die Flasche ist leer, das seht ihr hier, die ist aufgeschnitten. Das ist einfach nur eine Utility-Flasche, wo ich irgendwie noch, was weiß ich, Pannenflickzeug, so ein schickes Snackzeug reinmachen könnte. Momentan leer, fährt einfach mit und sammelt Staub, wiegt ja nichts. Guter Letzt, last but not least, habe ich noch zwei Dinge, ihr seht es hier schon. Das ist einmal von Baude. Die Heat Race Seat Pack oder so hieß das Teil. Da habe ich jetzt Handschuhe drin, dann habe ich da irgendwie Reifenheber drin, sicherheitshalber. Multitool mit drin, also aktuell nichts. Ja, da könnte man jetzt auch noch einen Ersatzschlauch, wenn man es wirklich ganz sicher meint. Oh mein Gott. Multitool, Grüße gehen raus an Marina, die mir das zum Geburtstag geschenkt hat. Das ist das M19 von Crank Brothers. 19 verschiedene Sachen dran, hier Imbusse dran, alle Varianten. Ein Kettenwerkzeug, irgendwie Kreuzschlitz, Torx, klein, groß jeweils. Genau, alles in diesem schöne, handliche, orangene, stylische, verpackte Metallding. Hat ein bisschen Gewicht, aber ist halt auch hochwertig. Hier ist schon ein geiles Case dabei. Das ist der Crank Brothers. Genau, und zwar haben wir hier noch ein Teil dran an meinem Sattel. Da denkt ihr vielleicht, hey, was ist jetzt das? Ein L-Stück oder was auch immer. Und zwar, einmal hat es hier eine Verschraubung, da könnt ihr jetzt noch einen Flaschenhalter dran machen, könnt ihr eine Flasche dranhängen. Aber das gehört zu einer Bikepacking-Tasche. Dazu irgendwann später in irgendwelchen Videos mehr. Das ist eine Montagehilfe für Taschen, die man am Sattel festmachen will, für Dropper-Posts. Ich glaube, um die 20 € kostet das Teil. Und das wird hier oben installiert, festgezogen. Lagert sozusagen den Haltepunkt nach hinten aus, damit man hier Spiel hat. Also ich demonstriere euch das nochmal kurz. Genau, jetzt ist der Sattel eingefahren, quasi komplett runtergedroppt. Und ihr seht, diese Halterung wäre normalerweise hier an einem Post. Und dann hat man das Problem, dass es sich halt hier zusammendrückt, die Tasche beschädigt oder zum Teil sogar das Gestänge beschädigt. Und so hat man die Auslagerung, was ganz geil ist. Grüße gehen raus an meine Mom, die mir das zum Geburtstag geschenkt hat. Genau, da habe ich jetzt die Tasche sozusagen dran. Die hängt jetzt nicht mehr so schön wie vorher, aber ist eigentlich auch für so eine Arschrakete, nennt sich das gedacht. Und dafür ist das aber jetzt ausgelagert und stört hier nicht mehr. Wenn ich jetzt hier hoch, wenn ich meinen Sattel nämlich jetzt hier hoch mache und ein bisschen verhängen. Seht ihr, läuft es schön außerhalb. Und so ist das ganz elegant gelöst. Aber wie gesagt, das Bikepacking-Thema kommt noch.
extra. Jetzt kommt die Sonne noch mal ein bisschen so langsam raus. Na gut. Aber ansonsten, das ist Grizzle, 2000 Kilometer, 2 Stürze. Soweit. Ja, Fazit bis jetzt, Daumen hoch, auf jeden Fall Empfehlung. Wer noch keins hat, checkt die Canyon-Seite ab und gönnt euch eins. Und ja, was bleibt viel zu sagen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen da, schreibt mir doch mal drunter. Ein paar von euch haben ja auch einen Grizzle. Wie seid ihr zufrieden damit? Habt ihr ein anderes Gravelbike? Schwört ihr auf was? Habt ihr einen Vergleich? Haut raus, ich freue mich. Und in dem Sinne, kurzes Video diesmal, beziehungsweise viel Gelaber. Aber ja, man sieht sich beim nächsten Mal. Man hört sich, liest sich, schreibt sich. Euer Sandy, lasst schottern, Baby. Peace, ich bin raus.